Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, am 21. Sonntag nach Pfingsten haben wir das Gleichnis, dass sozusagen die Latte für den Hochsprung sehr hoch setzt, nämlich aus ganzem Herzen dem Nächsten zu verzeihen. Heiliger Ambrosius, meine ich, ist es ja, der dann kommentiert mit dieser Forderung, aus ganzem Herzen dem Nächsten zu verzeihen, entlarvt Jesus Christus, entlarvt Jesus Christus die verlogene Haltung desjenigen, der sagt, ich habe nichts mit ihm zu tun, ich habe nichts gegen ihn, er wird sich die Sache schon mit Gott aussehen, und zu sagen, man den Laden runterzieht. Das ist also eine, durch diese Forderung, also entlarvte als falsch, als pharisäische Haltung. Tatsächlich ist es wohl alles verlangt dem Feind, der uns Übles will, zugetan hat, aus ganzem Herzen zu verzeihen. Nun, was ist diese Verzeihung aus ganzem Herzen, sagten wir, wenn nicht eben das Reich Gottes selber, insofern als ja Gott dem Menschengeschlecht und uns jedem aus ganzem Herzen verziehen hat und in vollstem Recht und Gerechtigkeit nach dem Sündenfall schon den Laden zuziehen konnte. Aber nicht nur nach dem Sündenfall. Nach jeder einzelnen unserer Todsünden hat Gott das vollständige Recht, den Laden zuzuziehen. Das Himmelreich aber und das Geheimnis des Reiches Gottes, dass das Geheimnis Gottes ist, der ja die Liebe ist, besteht eben darin, dass er aus ganzem Herzen und aus freien Stücken dem Menschengeschlechte verziehen hat und nicht nur per Dekret, sondern per Inkarnationem, vita mortem et resurrectionem Domini Nostri Jesu Christi, aber eben durch die Menschwerdung, durch das Leiden, durch das Sterben, durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und nicht nur das, dieses selbige Leben, Sterben, Auferstehen Jesu Christi, ist eine Realität, die mittels der Gnade und der Kirche und der Sakramente wahrhaft weiter lebt in uns, nicht nur in Erinnerung, so wie ich an schöne Zeiten mich zurückerinnere, sondern es ist wahrhaft real gelebt, so wahrhaft und real auch Jesus Christus gegenwärtig ist unter den Gestalten des Brotes und des Weines, so will er wahrhaft und real in uns weiterleben. Darum der so große und wichtige Moment der Heiligen Kommunion, denn da, solange die äußeren Gestalten erhalten bleiben, sind wir in direktem physischen Kontakt mit unserem Herrn. Und da ist der Augenblick zu bitten um das Reich Gottes, zu bitten um die Glückseligkeit der Barmherzigkeit. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Da ist es dann zu bitten um die Gabe des Heiligen Geistes, des Rates. Denn diese Gabe lässt mich erwägen, wenn ich so behandelt wurde von Gott, warum soll ich dann meine Schwiegermutter, meinen Schwiegersohn, meine Schwiegertochter nicht auch vom ganzen Herzen verzeihen? Und so sind wir im Himmelreich, so sind wir im Reich Gottes und so sind wir nicht nur im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, sondern da sind wir auch in den Gaben des Heiligen Geistes, die wir bei der Firmung bekommen haben, in verstärktem Maße.
oder aber auch bei den Glückseligkeiten. Und da ist es vielleicht gesund, immer wieder uns diese Glückseligkeiten in Verbindung mit den Bitten des Vaterunsers und den Gaben des Heiligen Geistes in Erinnerung zu rufen und dann daraus einige Schlüsse ziehen. Nicht wahr? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist ein Wunsch. Wen betrifft dieser Wunsch? Wer hat diesen Wunsch in der Seele, wenn nicht derjenige, der in Glück lebt, vorerst und zuallererst und über allem Gott zu suchen und seinen Namen zu ehren? Die Vereinheitlichung des menschlichen Denkens, Wollens, Fühlens und Handeln ist ein großer Antrieb, eine sehr große Erleichterung für einen Menschen. Wir wissen das ja von den sehr erfolgreichen Unternehmern, aber auch von Spitzensportlern oder eben von großen Künstlern. Das sind alles Leute, große Feldherren, die einer Idee nachgegangen sind und von dieser Idee sozusagen so wie besessen waren. Und alles in Funktion dieser Idee gelebt haben und gemacht haben und somit auch eine sehr große, heute sagt man, Energie freigetreten haben. Und das ist aber nur ein Beispiel. Hier geht es darum, um etwas ganz anderes. Hier geht es um eine übernatürliche Vereinheitlichung, Vereinfachung, um eine übernatürliche Konzentrierung, Ausrichtung aller unserer Energien. Und das ist aber dann eine Glückseligkeit, das können wir mit unserer eigenen Muskeltraining nicht erreichen. Es ist eine Glückseligkeit, es ist eine Gnade, es ist eine Glückseligkeit, den Namen Gottes, Gott selber zu suchen und zu ersehnen, dass sein Name verherrlicht werde. Das ist die Glückseligkeit der Armen im Geiste. Warum sind sie arm im Geiste? Weil sie nur eine einzige Sache besitzen. Und die so vielen anderen Sachen auf der Welt im Geiste nicht besitzen und nicht haben und nicht pflegen und hegen und nicht ersehnen und erdürsten. Sie sind arm. Sie haben nur eine einzige Sache im Kopf und im Herzen. Die Gott und seine Ehre. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir müssen das negativ ausdrücken. Verdammt die Reichen im Geiste, denn ihrer ist nicht das Himmelreich. Die werden vor lauter theoretisieren, das theoretisierte Objekt, den theoretisierten Gegenstand, Gott, nicht haben. Und werden vor lauter Theoretisieren in selbstgefälliger Aufgeblasenheit da herumirren. Warum? Weil sie außer der Glückseligkeit der Armut im Geiste, die dazugehörende Gabe des Heiligen Geistes nicht haben. Die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes selbst setzt natürlich die Kenntnis Gottes voraus. Aber das ist eine gelebte Haltung dem Schöpfer, dem unendlichen, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, dem Retter, dem Erlöser gegenüber zu leben. Die Furcht Gottes ist das gelebte Moment dieser Wahrheit. Und das ist das Grundprinzip allen geistlichen Lebens.
Und auch dann, aus der Folge des menschlichen Lebens, des Familienlebens, welches nicht die größere, noblere und auch beglückendere Aufgabe eines Erziehers, eines Familienvaters, einer Familienmutter, die Furcht Gottes weiterzugeben, zu entdecken lassen, den eigenen Kindern. Wie aber kann ein Vater und eine Mutter die Furcht Gottes weitergeben oder auch ein Pfarrer, ein Bischof, ein Papst, wer immer, wie kann er sie weitergeben, wenn er sie nicht hat? Und wenn er sie nicht hat, ist er ein an Kenntnis verdammt reicher Vater, Pfarrer, Bischof, Papst. Verdammt reich, anstatt selig arm und reich an Furcht Gottes, die er dann automatisch, fast ohne Worte weitergibt. So, liebe Gläubige, sollten wir das Vaterunser bitte um bitte, Glückseligkeit um Glückseligkeit, Gabe um Gabe bitten, aber wir wollen nur diese zwei bitten, nicht wahr? Die erste und die fünfte, geheiligt werde dein Name und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Glückseligkeit der Barmherzigkeit, die hervorgeht aus der Gabe des Rates, wenn mir alles verziehen wurde, warum soll ich nicht meiner verhassten Schwiegermutter, warum soll ich nicht meinem unerträglichen Schwiegersohn, meinen Sohn, schlecht und den Schwiegertochter, warum soll ich denen nicht verzeihen? Aus ganzem Herzen. Liebe Gläubige, das ist also dieses Reich Gottes, das die heutige Parabel darstellt. Und dazu haben wir dann eine Überlegung hinzugefügt, liebe Gläubige, die so spontan kommen könnte, von wem immer diese Überlegungen hört. Er könnte sagen, ja, lieber Herr Pater, das ist ja wunderschön, was Sie uns da sagen vom Reich Gottes und von der Ehre Gottes und aus Herzen verzeihen. Aber lieber Vater, wir 2018 hier in Europa, wir haben schwere Probleme. Wir haben das Problem der Einwanderung. Wir haben das Problem der Wirtschaft. Wir haben das Problem, überhaupt noch einkaufen zu können, den Haushalt zu bestreiten. Das sind unsere wirklichen Probleme. Das, was Sie sagen, ist sehr schön. Aber unsere Probleme sind diese. Müssen wir antworten, ja. Aber die Antwort wird sein, gibt es einen Bezug zwischen diesen zwei Realitäten, dieser furchtbaren Situation, in der man lebt, und das Himmelreich Gottes, das man zu suchen hat. Suchet zuerst das Himmelreich Gottes. Und da müssen wir antworten, es gibt schon einen Bezug. Das ist der gleiche Bezug, den das auserwählte Volk gelebt hatte, als es in Knechtschaft geriet. Sei es die ägyptische, sei es die babylonische, sei es die griechische, sei es die syrische Gefangenschaft. Da waren wohl Probleme, und zwar existenzielle Probleme. Und da ging es nicht nur darum, dass man jetzt dann nicht die Stromrechnung zahlen kann, sondern da wurde man Sack und Backen, Frauen und Kinder entführt und war Sklaven irgendwo. Das sind schon Probleme. Nicht zuletzt das, was wir in diesen Zeiten im Brevier lesen, die griechische Unterwerfung und die nach dem Reich der Griechen weiterführenden Reiche Syriens, die ja dann auch das auserwählte Volk unterworfen haben, besetzt haben, entfremden wollten. Und da gab es die Makkabäer. Die haben also einen Aufstand gemacht, die haben Widerstand geleistet. So wie die Vandeaner in Frankreich, so wie Andreas Hofer in Tirol und andere auch noch in Europa.
da war ein Bezug da und es ist ein Bezug da zwischen den existenziellen großen Schwierigkeiten, die wir im diesseitigen Leben haben und dem ewigen Himmelreich, das wir zu suchen haben im diesseitigen Leben. Was ist dieser Bezug? Den sollen wir aus der Geschichte, aus der heiligen Geschichte und aus der Geschichte des Christentums lernen. Das, was wir lernen, ob das der Andreas Hofer, ob das die Wandeaner sind, ob das die Makkabäer sind, wir lernen immer eine einzige Sache. Ob das die Johanna von Arc ist, Jeanne d'Arc ist von Frankreich, wir lernen immer eine Sache. Der Sieg oder der Nichtsieg, der endgültige Sieg oder die endgültige Niederlage und das nach vielen vorausgehenden Siegen oder der endgültige Sieg nach vielen vorausgehenden Niederlagen, was immer, hat ein Grundprinzip gehabt. Ob das der Judas Maccabäus war, ob das La Charette war, ob das die Johanna von Arc war, ob das der Andreas Hofer war, ob das die Mitglieder des Ordens des Freikaufs der Christen, die unter mohammedanischem Joch und in Ketten lagen und in Sklaverei waren. Eines war die Antriebsfeder, die Ehre Gottes und die Gefahr, den eigenen Glauben aufzugeben. Das war die Antriebsfeder. Der erste Aufruf, das erste Aufgebot von Andreas Hofer war, zu den Waffen, sie nehmen uns den Glauben. Das Kriegsgeschrei, das Lied der Wandeaner war, wir haben nur eine einzige Angst auf dieser Welt, das ist unseren Herrn zu beleidigen. Judas Maccabäus geht todessicher, weil 800 gegen 25.000 Mann ist keine große Aussicht auf Sieg, geht in den Krieg, lieber im Kriege sterben, als die Ehre Gottes aufzugeben. Das lernen wir. Was heißt das also? Was ist der Bezug zwischen der existenziellen Schwierigkeit, die man lebt in dieser Welt, so wie wir zum Beispiel in Europa heute, und der Suche nach dem Himmelreich? Der Bezug ist akzidentell, ist nicht notwendig die Lösung, ist nicht notwendigerweise der Sieg, ist nicht notwendigerweise der Triumph, sondern ist notwendigerweise immer noch die Suche der Ehre Gottes, ganz gleich, ob ich am Ende siegreich bin in dieser Welt oder ob ich am Ende da niederliege und in babylonische Gefangenschaft in Ketten geschleppt werde. Liebe Gläubige, das fehlt unserem Europa, unserer Christenheit. Ich füge hinzu, das fehlt sogar unseren Traditionalisten. Die leben ein Doppelleben. Eines am Sonntagmorgen in der Kapelle, Trinitinische Messe, Kyrie Eleison, Weihrauch. Und dann sind sie draußen und sind genauso unglücklich wie alle anderen und leben genauso wie alle anderen und opfern auf dem Altar der Demokratie, der rechtspopulistischen Politik in der Hoffnung, das wird uns erlösen. Überhaupt kein Getriebe und keine Kupplung, wo das Gottesleben im Weltleben verankert wird. Nichts. Schizophrenes Doppelleben. Schrecklich. Und das führt dann so weit, dass am heutigen Tag ein Paul VI. Sozusagen heilig gesprochen wird und Traditionalisten das mittlerweile auch schon dahin nehmen. Warum? Weil auch bei den Traditionalisten die lebendige Suche nach dem Reiche Gottes, man muss es wohl leider sagen, aus verdammten Reichtum an vielen Wissen und Mangel an der
an der Glückseligkeit, der Armut im Geiste, nämlich die Ehre Gottes zu suchen, mehr will es stattfinden. Dazu ist zu sagen, ich erinnere mich, ich war im Seminar, das war 1986, Flavigny, nicht wahr? Da war und wie die Rede von der Lage der Kirche, da war und wie noch die Rede, ob das ein gültiger Papst ist oder nicht, da war und wie die Rede, ob die Priesterbruderschaft ja oder nein und in welcher absehbaren Zeit erklären wird, dass der Stuhl Petri vakant ist und wie davon gesprochen wurde. Und da hat es geheißen damals im Seminar, übrigens auch nach einem Besuch des Erzbischofs Lefebvre, hat es geheißen, es bedarf zur Erklärung der Sedesvakanz noch ganz starke Zeichen, wie zum Beispiel, hat man gesagt, dass ein vermeintlicher Papst jemanden heilig spricht, der sicher nicht heilig ist. Da hat man sogar die Maria Theresa von Kalkutta genannt. Nun, sie ist sozusagen heilig gesprochen, genauso wie der lasterhafte Paul VI. Heilig gesprochen wird. Und es reagiert niemand, nicht nur es reagiert niemand. Ja, das ist schlecht, ja, das ist kein Heiliger, aber er ist trotzdem Papst. Das ist verdammter Reichtum an so viel Wissen, dass man die erste Wahrheit gar nicht mehr aneinander reihen kann und nicht einmal mehr merkt, dass ein Papst, der einen Heretiker heilig spricht, er gar einmal kein Katholik sein kann. Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch nachgeworfen werden. Das soll die große Wahrheit sein, die wir in diesem Sonntag wahrnehmen, zu uns zu eigen machen, unser Herz gründlichst prüfen, ob er nicht irgendwo versteckte Rollladen zugezogen hat vor Beleidigungen und Menschen, denen wir noch nicht verziehen haben. Weh uns, weil das tötet unsere Seele. Und somit möge unser ganzes Ringen darin bestehen, in der Heiligen Kommunion zu bitten, dass wir ein demütig, sanftmütiges, reumütiges und barmherziges Herz bekommen, so wie das unseres Erlösers, unser Herr Jesus Christus. Und das auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.